Also in den 90ern haben wir uns vorgestellt, das Internet wird zu Gleichheit, zu Dezentralität, zu einer großen Utopie führen. Aufgewacht sind wir mit Facebook und Co., wenigen zentralisierten irgendwie Einkaufszentren. Und wir hoffen natürlich nicht, dass das das Netz der Zukunft darstellt. Also sagen wir mal, Wissensvermittlung existiert sicherlich genug. Die Frage ist, ob sie gut ist und auch gefunden wird. Und insofern braucht es Wissensvermittler, um aus dieser unzähligen Vielzahl an Informationen das jeweils für jeden notwendige Wissen zusammenzustellen oder zumindest Angebote zu unterbreiten, aus denen man sich dann nach den eigenen Bedürfnissen und Interessen informieren kann. Rein, was ich von anderen Eltern mit Kindern in meinem Alter mitbekomme, haben wir ein massives Problem im Bildungsbereich. Ist alles so verschult im Sinne von Lehrpläne werden eigentlich nicht wirklich aktualisiert, sind zurückgeblieben. In die Lehrerausbildung wird das Internet teilweise immer noch nicht so wirklich integriert. Das heißt, wir haben erstmal das Problem, dass wir da noch viele Lehrer haben, die noch 20 Jahre lang bis zur Rente im Amt sind, quasi, und sich mit dem Internet noch nicht so wirklich beschäftigen wollten. Und die ganzen Neuen, die kommen, die nutzen zwar Facebook, aber wissen auch nicht so viel irgendwie, was mit dem Internet ist, weil es immer noch nicht in Lehrplänen angekommen ist. Also insofern vergeben wir eigentlich so riesige Chancen, dass wir halt einfach so denken, das wird schon irgendwie laufen, aber eigentlich irgendwie die Zukunft unserer Kinder verspielen, indem wir zu wenig in Bildung investieren. Wir leben natürlich in Zeiten, wo halt alles viel komplexer geworden ist und Politik auch immer mehr privatisiert oder outgesourced wird. Und ja, wäre natürlich schön, ne, wenn Menschen irgendwie ihre Rolle in einer Demokratie so einnehmen würden, wie die Demokratie sich das gedacht hat, nämlich als aktive Bürger am Gemeinschaftsleben teilnehmen und ja, sich für ihre eigenen Rechte einsetzen. Die Praxis sieht leider so ein bisschen anders aus, aber wir geben die Hoffnung noch nicht auf, weil sonst müssten wir die Demokratie aufgeben. Ja, und Pressefreiheit und Meinungsfreiheit werden in unserem Grundgesetz definiert. Grundgesetz basiert auf Menschenrechten. Also insofern gibt es nicht ganz schrankenlose Pressefreiheitsregeln, aber schon sehr weitreichende. Und die vierte Gewalt ist massiv wichtig, um die ersten drei Gewalten unseres Staates zu kontrollieren. Und insofern sollten wir da nicht irgendwie irgendwas aufgeben, unnötig, nur weil gerade der Zeitgeist in eine gewisse Richtung geht. Also hier wäre es halt sinnvoll, wenn wir das mal weiterdenken könnten oder die Rechtsprechung sich weiterentwickeln würde, dass halt irgendwie, sagen wir mal, Pressefreiheit für alle gilt, die journalistisch arbeiten, sich sowohl an Standards halten, als auch Pressefreiheiten in Anspruch nehmen, aber journalistische Arbeit zum Wohle der Gesellschaft leisten. Netzpolitik definieren wir so als die Frage, wie die Politik das Internet verändert durch Regulierung und wie das Internet wiederum Politik und Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur verändert. Insofern kümmern wir uns um all die Themen, wo Internet eine Rolle spielt im politischen, gesellschaftlichen Bereich von Urheberrecht über Datenschutz, Meinungsfreiheit bis hin zu, wie können politische Partizipationsangebote im Netz stattfinden. Wir haben die Vorratsdatenspeicherung immer abgelehnt, haben schon gegen die erste erfolgreich geklagt und werden es sicherlich auch gegen die zweite tun. Wir wenden uns gegen jede anlasslose Protokollierung oder Überwachung unserer Kommunikation, und die Vorratsdatenspeicherung speichert für einige Zeit, wer wann, wo, mit wem telefoniert hat und wo unsere Smartphones mit uns waren oder alleine waren und wen sie dabei getroffen haben könnten. Insofern ist das eine vollkommen unverhältnismäßige Vollprotokollierung unseres Kommunikationsverhaltens.
Also ich würde mich freuen, wenn wir mehr Menschen motiviert bekämen, sich für ihre Rechte, für unsere Gesellschaft einzusetzen. Wir bemühen uns zumindest in unsere Zielgruppe rein, unsere Community rein, Menschen zu motivieren, etwas zu machen. Vielleicht kann man auch nicht mehr machen als Individuum, aber wir sollten trotzdem schauen, dass Menschen wieder Freude daran haben, gemeinsam mit anderen unsere Gesellschaft, unser Leben zu gestalten und nicht irgendwie denken, das machen jetzt andere für uns und sich vor dem Fernseher oder vor Facebook verkrümeln.